lustiges Seilbahnfahren bei Limbo. Mit Michi, nee, nicht Michi. Tödliches Seilbahnfahren vor allen Dingen. Fritz, das war und Daniel. Wieder vom Timing falsch, oder? Ja, das war jetzt ein bisschen... Es klappt. Komm ich dir auf Michi, weil ich hier sonst immer alles Let's Play. So. Der hat heute frei. Der muss uns bedienen und was bewirten. Was? Und jetzt mit Schwung machen? An das Rohr aber, nach rechts. Aber da ist doch nichts. Da komm, ich komme doch niemals so weit. Ich sehe nicht, wo ich ran soll. Hm. Du kannst auch nicht an dem Seil hängen bleiben, an der Seilbahn, oder? Ach Quatsch, jetzt habe ich es falsch gemacht. Das war falsch. Nee, weil wenn ich hängen bleibe, dann rase ich ja in diese Stacheln rein. Ach, Stacheln gibt es auch noch. Da sind wir doch gerade vorhin dran gestorben. Wahnsinn. Weißt du etwa nicht, woran wir sonst hier so sterben? Ach. Schau mal da, siehst du ah, da ja, diese okay. Stange? Wenn du sehr, auf dem Dach landest, ist, man kann sich da auch nicht... Nee. Aber irgendwas ist mit diesem Schild. Ich weiß nicht... Irgendwas war da. Ich weiß auch noch, dass ich damals ein bisschen an der Stelle hing. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich glaube, das Schild ist wie ein Schalter. Kannst du dich an dem festhalten vielleicht? Ich versuche mal da B zu drücken, wenn wir da sind. Das wäre allerdings was Neues, dass man getimed sich auch noch irgendwo festhalten muss. Das ist ein bisschen wie bei... Oh! Schade. Was für ein Mist. So, jetzt nochmal. Es geht schon gut los. Was sind denn das für Spiele, wo man dann im Springen dann auch noch festhalten drücken muss? Assassin's Creed mit dieser Spezialklinge? Nee. Oder Shadow of the Colossus? Ich glaube Shadow of the Colossus. Und I'm Alive. Bei Assassin's Creed meintest du Revelations, ne? Nee, mit da gab es auch schon im zweiten... gab schon diese eine Klinge, die man dann... Also dieser Ausbau. Probier ich mal fest. Ha! Ah, okay, jetzt aber... Aber das ist eine wirklich beschissene, auch eine blöde Stelle, ehrlich gesagt. Das wird einem ja nicht so unbedingt erklärt, ne? Weil das Spiel sagt einem das nicht. Genau. Ja. Ah, und da muss man dann im Vorbeifallen diese... Genau. Die Gravitation umschalten. Das ist doof. Also ehrlich gesagt, okay. Das ist wirklich doof. Weil so ein Element haben wir noch nirgendwo jemals gehabt. Wie können sie denn sowas auf einmal einbauen? Keine Ahnung. Weiß gar nicht, wie ich da irgendwie damals drauf gekommen bin. Wahrscheinlich durch Zufall irgendwie vorbeigefallen, irgendwie Knöpfe gehämmert. Aber mal ernsthaft, also sowas kann man doch nicht machen. Wo ja, ist hier irgendwas aber, drin? Nee, schnell und rechts weg auf diesen Vorsprung rechts. Hopp. Ob wir uns einfach fallen lassen können? Oder ich glaube nicht. Dafür ist der Vorsprung zu deutlich. Okay. Puh. Das war auch mehr Stress, als ich gebraucht hätte. Und nu? Man wagt sich ja schon gar nicht irgendwie vorwärts. Man überall tödliche Fallen vermutet. Da ist das gleiche wieder jetzt. Einschalten. Oh, das geht aber nur eine gewisse Zeit lang. Ah, okay. Musst du vielleicht so abschnittsweise das machen. Aber wenigstens hat man hier dann so ein bisschen eine Grafik, wie weit das hält. Das ist ganz schön ein Nervenkitzel. Also, ganz ehrlich. Mhm. Holla die Waldfee. Warte mal, das traue ich mich nicht. Da wird auch jeder Fehler jetzt dann richtig böse bestraft. Du musst jetzt aber an der Säge vorbei noch kommen, ja, oder? Ja. Boah. Oh Gott. Super, und? Nein! Oh Gott! Oh je. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Counter wäre toll, wie oft Timmy schon gestorben ist. Es gibt ja ein Achievement, durchspielen und nicht öfter als 5-mal sterben. Das ist dann Nervenkitzel, wenn du das Spiel schon in- und auswendig kennst, aber dann so ungefähr 2 Rätsel vor Schluss hast schon deine 5-mal aufgebraucht. Ja. Vor allen Dingen, wenn dann wirklich ein paar, wie wir ja nur festgestellt haben, echt ein bisschen auch unfaire Stellen, dann die eine oder andere ist. Oder zumindest nicht so ganz. Obwohl, selbst mit der Gondel wüssten wir ja jetzt inzwischen, wie wir es vielleicht komplett schaffen würden, ohne einmal zu sterben.
Das wird knapp. Springe nicht vergessen. Hep. Wow. Oh Gott, ey. Oh. Und wieder ein Laser also unten. Draußen merkt man es wahrscheinlich nicht so, aber ich habe ganz schön... was ist das jetzt? Wie haben wir das ausgelöst? Oh. Oh nee, ganz knapp. Das geht automatisch, oder? Das wechselt jetzt von selbst. Alle paar Sekunden. Da musst du bestimmt den Magneten ausschalten, wenn, sobald du runterfällst, oder? Warte mal, vielleicht geht das anders. Ach nee, er zieht sich dann doch hoch, der Kasten. Ich hätte gedacht, dass das was hilft, wenn ich jetzt in dem Moment... Warte mal. Nee, man kommt da nicht schnell genug hin. Aber, ich könnte ja das nutzen, dass das nach einer gewissen Zeit passiert. So, jetzt ist der aus. Jetzt aber flott. Boah. Also ich blick schon lange nicht mehr durch. Oh Mann. Das ist... Da ist ah! Ah nee, warte mal, vielleicht... Geht die Kiste hoch genug? Nee, also kommst du nicht durch. Oben. Du musst dich halt im richtigen Moment fallen lassen. Das war zu früh. Nicht der richtige Moment. Ah, jawohl. Fast. Das heißt fallen lassen, der macht es ja von selbst, oder? Oder kannst du es irgendwie beeinflussen? Ich dachte, ich kann runterklettern und nicht quasi festhalten. Ah, nee. Festhalten. Aber der Dreh ist sich hier im richtigen Moment runterfallen zu lassen. Genau, und jetzt so schnell nach links. Genau. Wow. Und dann schnell weiter. Dann schnell weiter. So. Super. Jetzt aber schnell weg von dem Kettenblatt. Ja. Sägeblatt. Lass mal kurz abwarten, ob das hier auch wieder... diese Funktion immer noch an ist, ja, ist ja. Oh! Da wiederum brauche ich das Hochziehen. Also jetzt muss ich auch noch im richtigen Moment da runterfallen. Du kannst es nicht beeinflussen gerade, oder? Nee, wann die Schwerkraft sich ändert, okay. Ich könnte theoretisch ein bisschen mitzählen, wann sie kommt und wann sie... Ja, komm! Ah! Oh! Boah. Hammer. So. Scheiße. Ah, da musst du aber das ist ein Schalter. Den kann ich irgendwie betätigen. So. Aha. Ich habe eine Idee. Was ist los? Ah, Mist. Hat nicht geklappt. Ich weiß was. Das ist auch wieder so eine Timing-Geschichte. Ich lasse mich jetzt hier reinfallen. So, jetzt hört's auf. Ah, ich bräuchte mehr Schwung. Weißt du, was ich meine? Und dann? Erst lasse ich mich runterfallen. Ach so, und dann lässt du dich da rechts durch. Dann lasse ich mich runterfallen und dann lasse ich mich reinsaugen. Was ist das da rechts in der Glasscheibe oder was? Ja, das hat nicht gereicht. Du willst hier rechts durch? Da will ich durch, genau. Ah ja. Also da will ich weiter, weil oben ist ja das Kettenrad. Ja, ich bin total fasziniert gerade. Das ist jetzt schon ganz schön viel gleichzeitig, was man sich da überlegen muss. Vor allem, wenn man so wenig Signale kriegt. Ja. Ah, das war zu früh. Ah, ja. Man müsste es im Kopf mitzählen, aber das kann ich jetzt gerade nicht, wenn ich Sachen erzählen soll. So, nee, zu spät. Also, wir lassen uns hier hochsaugen. Warten kurz. Lassen uns hier hochziehen. Lass los. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Cool. Hat genau funktioniert. Und nun? Jetzt geht's weiter. Das war jetzt, also, das ist schon echt knifflig. Da muss erstmal drauf kommen. Was ist denn jetzt so? Also, das ist das Ende, oder? Kannst du gerade irgendwas machen? Nee. Nee.
Ah, das ist nicht das Ende. Drück mal was. Das ist ja geil. Das ist wieder der Anfang. Boah, der arme Timmy. Never ending Qualen. Stellen die sich so die Vorhölle vor, du musst diesen ganzen The Ordeal immer und immer wieder spielen. Das hört auch nicht auf, oder? Also selbst wenn man es ohne zu sterben durchspielt, erreicht man da nichts anderes. Ich hab's ja noch nie... Nee, da ist was. Ah, okay. Okay. Wer ist das? Weiß ich nicht. Aber das ist das, wo wir vorhin nicht hin konnten, weil da so ein Ding ankam. Aha. War das vielleicht alles nur ein Traum? Und er ist jetzt beim ersten Mal also beim ersten Mal ist er nicht aufgewacht, sondern hat halt nur geträumt, er wäre aufgewacht, würde das alles erleben. Und jetzt am Ende ist er wirklich aufgewacht. Weil diese Frau, die da saß, oder dieses Mädchen, die hatten wir vorhin schon mal gehabt. Okay. Da waren wir kurz davor, zu der zu kommen, und dann ist eine von diesen Hirndingern, Hirnwürmern, ist auf uns runtergefallen und hat uns da wieder weggebracht. Oh, so viele Gärtner. Ja, in Traumlogik wäre es aber eher umgekehrt. In Träumen ist es ja so, dass immer kurz bevor man das erreicht, was man erreichen will, wacht man auf oder schafft es dann eben doch gerade so nicht. Immer bei den sehr erstrebenswerten Dingen, aber gut. Wollen wir das nicht zerreden? Ihr könnt uns da draußen gerne eure Interpretation der Dinge mitteilen in den Kommentaren. Wir werden da mit euch diskutieren. Ich fand es ein tolles Spiel. Ganz großartig. Wie lange haben wir jetzt gespielt? 11 Folgen circa? Bisschen über 2 Stunden. Ja. Super. Sehr schön. Playdead in Dänemark, bitte mehr davon. Nicht unbedingt von Limbo, aber bitte mehr so kreative, kleine, wunderschöne, stilvolle, durchdachte, kluge Spiele. Ich finde es auch schön, dass es nicht länger ist, ehrlich gesagt. Das ist wie bei Journey. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, tatsächlich über den kommenden Trend zum 2-Stunden-Spiel und dass man das nicht verteufeln solle. Denn viele Leute da draußen, die haben einfach keine Lust, so lange Spiele zu spielen. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt von 2 Stunden Limbo und 2 Stunden Journey beispielsweise um Welten besser unterhalten als von manchem 20-Stunden-Plus-Spiel, je nachdem. Welche großen Spiele schaffen wir denn noch? Ja. Also es sollte genug Platz für jede Art von Spieler sein. Ja. Also. Super. Und das war super. Das war schön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten tollen kleinen Indie-Titel hier bei uns auf GameTube. Wenn es euch gefallen hat, weitersagen und bis dann. Tschüss. Ciao.